Sehr verehrte Damen und Herren, als Leiter dieses schönen Instituts ist es mir eine außerordentliche Freude, Sie zur Verleihung des Gottlieb-Duttweiler-Preises 2019 zu begrüßen. I'm very happy to be here tonight. Nach vielen Schlaufen im Stiftungsrat haben wir uns entschlossen, nicht einer menschlichen Intelligenz, sondern einer sogenannten künstlichen Intelligenz diesen Preis zu vergeben, nämlich an Watson AI. Es ist sehr mutig, es ist innovativ und es zwingt uns, mit der Zukunft der Arbeit sich auseinanderzusetzen. It's probably the first time it's not given to a human being. Future will say if it was a good choice, but I think it's a courageous choice and it's a very original one. Und das erinnert uns an Gottlieb Duttweiler, der ja wirklich ein Zukunftsmensch war. Ja, die Chancen von KI für die Schweiz sind natürlich sehr groß. Man muss aber auch sagen, dass die privaten Konzerne die sehr stark einsetzen und wir jetzt schauen müssen, dass das tatsächlich auch für die Schweizer Gesellschaft einen Mehrwert bringt. Also dass wir für die Regierung, für die Verwaltung, aber auch für die einfachen Bürgerinnen und Bürger KI nutzbar machen. Der technologische Fortschritt in den letzten 40 Jahren war rasant. Und der Gottlieb-Duttweiler-Preis war über die Jahrzehnte stets ein Spiegelbild der menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der jüngsten Geschichte. Heute kann man sagen, dass maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz helfen uns, den Schritt von, sagen wir, Big Data zu Good Data zu machen. Es geht um Intelligenz, um künstliche Intelligenz und um kluge Regulierung. Und auch wenn niemand genau weiß, was das ist, Intelligenz, sobald von ihr die Rede ist, wird es heikel. Denn einerseits gehört Intelligenz zu den seltenen Dingen, bei denen man überzeugt ist, dass nur andere davon zu wenig haben. Im eigenen Haushalt wird sie kaum vermisst. Auf der anderen Seite ist hierzulande viel Brillanz verdächtig. In der Schweiz ist es mit der Intelligenz wie mit der Unterwäsche. Jeder ist dankbar, wenn er welche hat, aber man sollte sie nicht überall herumzeigen. When I look at this picture, you know, it reminds me of the golden age of human-machine relations. Because machines were weak and bulky, and my hair was strong and my stomach was flat. Let me briefly introduce Dr. John Kelly. Without his pioneering leadership and appetite for taking calculated risk, IBM and the entire technology industry would not be where it is today. And I think this award exemplifies the belief that this is not just a machine. This is all about humans building and doing things for the good of this world. Thank you very much for this award. This prize is in fact, as it has also been said, an award for the many professionals, which are humans in fact. So there's a lot of great people behind it.